Hallo und herzlich willkommen zur 105. Folge heute hier am 4. Advent auf MicroHazard TV. Wie immer, ihr seht es ja schon, Medieval Engineers und der Heiko ist auch dabei. Hallo. Und hoffentlich auch gleich da, ihr müsst ja schon auf dem Weg sein. Ja, ich bin auch schon berg hoch. Das ist gut. Hoffe, du hast ein sehr relativ freies Inventar. Wieso? Du könntest gleich eine laue Steine mitnehmen. Freies Inventar sieht... Ja, doch, okay. Geht. Du kannst von mir aus gleich hier ein ganzes großes Lager plündern. Von mir kannst du zwei große Lager plündern, so viel wie reingeht bei dir. Ich brauche auf jeden Fall ein bisschen Stein. Muss man wieder auch bunkern. Wenn die Festung gar nicht mehr so viel Stein benötigt, aber der Rest halt die Mauer und so, ne? Naja, du willst ja noch ein bisschen was drumherum bauen, ne? So, dann machen wir mal eine Rolle fertig für Heiko. Du brauchst die Sawmill, war das jetzt, ne? Jo. Genau, Sawmill. So, einmal craften. Hab ich. Guten Tag. Guten Tag. Wie geht's Ihnen denn so? Ganz okay. Willkommen zum Wissensaustausch. Ja. So, hier oben ist ein sonstiges Fass, das oben drauf, ja? Ja. Da liegt jetzt die Sawmill drin. Okay, dann komm. Ich lerne die am besten erstmal, vertauschen wir sie gleich. Ja. Weil die sehen echt identisch aus. Ja. Und da hast du die Gristmill. Vielen herzlichen Dank. Auch direkt gelernt. So. Ja. So, Wissensaustausch abgeschlossen. Mhm. Mit dem Heiko. So, gleich einen Screenshot gemacht. So. Jetzt können wir beide Mühlen machen. Gut, ich habe ja eh schon beide stehen. Guck mal, Heiko, siehst du, wenn du jetzt nochmal guckst, ich habe ja hier beide drin stehen. Ich habe ja hier hinten die Gristmill hier. Die vorne direkt ist die Sawmill. Und hier vorne die Sawmill. Und oben drauf auf der Gristmill, guck mal, da ist ein Split oben drauf. Ja, der die Kraft aufteilt. Einmal direkt gerade runter in die Gristmill und dann hinten über Eck, hinten rum, über Eck hier, geht das jetzt hier. Wenn du mal rumkommst. Hinten über Eck geht es dann hier von dem Split denn hier unten in die seitlich in die Sägemühle rein. Ja. Weil Sägemühle ist ja seitlicher Eingang und Gristmill ist ja von oben. Mhm. Und das zum Beispiel sind die nicht geframten Sachen hier, siehst du, die beiden hier. Ja. Diese über Eck Sachen hier jeweils vom Split jetzt hier runter an die Sägemühle, das sind die ohne Frame. Ja. Nehmen halt weniger Platz weg und du kannst auf demselben Block zum Beispiel wie hier unten steht noch so eine kleine Truhe hinstellen. Ja. Hier unten habe ich auch noch Schematics drin. Für Civilian Tools, für Milling und für Basic Furnishing. Warte, ich gucke mal, was brauche ich denn eigentlich als in. Aber das braucht ja, glaube ich, keiner mehr. Mal gucken, was brauche ich eigentlich noch? So, bei Civil Engineer Master Tools brauche ich noch. Ja, die habe ich nicht rumliegen. Und Advanced Weapons. Was brauche ich denn noch? Zivil habe ich fertig. Zivil habe ich alles. Economy habe ich alles. Military fehlt mir noch Palisades. Hab ich. Warte, habe ich nicht eins davon sogar dabei gerade? Trennschnüppel. Das Geile, für mich nicht verfügbar, aber bereits gelernt, ist Palisadentore. Ja, das habe ich nicht auch noch einmal drin. Palisadentore habe ich gelernt, ist aber für mich offiziell noch unavailable. Ist aber schon grün, weil ich es schon gelernt habe. Ich brauche noch Palisaden, Siege Mechanics, Round Palisades und Siege Munition. Das habe ich alles. Aber nicht dabei. Nee, wollen wir mal machen, dass du mir quasi die drei Sachen machst und ich das mache, was dir noch fehlt? Dass wir quasi beide alles haben im Endeffekt. Welche drei Sachen? Mir fehlt nämlich insgesamt. Was fehlt dir denn? Advanced Weapons, Steel Weapons und. Ja, warte, langsamer. Das muss ich erstmal finden hier. Metal Weapon, Advanced Weapons, ja? Ja, Steel Weapons. So, Advanced Weapons habe ich gemacht, ja. Steel Weapons fehlt mir noch. Das habe ich nie eigentlich noch gesehen. Ach, die feine Küche habe ich auch noch hier drin. Oh. So, das war jetzt Advanced Weapons. Ja. Metal Weapons. Wo ist denn Steel Weapons? Hier, Steel Weapons. Ja. Und Master Tools. Master Tools.
Wo ist denn Master Tools? Metal Tools? The Pad of War? Jetzt muss ich erstmal die Master Tools finden. Steel Weapons? Metal. Müsste eine blaue Rolle sein. Eine blaue Rolle? Ja. Ach, da, Master Tools. Und was krieg ich von dir dafür? Du bekommst, was brauchst du? Ich hab nicht genug, ich könnte alles machen, rhetorisch. Bis mein Flachs alle ist. Naja, es sind Rollen drin, du kannst hier direkt machen. Achso. Müsste alles noch da sein zum Machen. Boah, ich bin verlaufen da. So. Ja. Musste gucken, okay, ob noch alles da ist. Warte. Was brauchst du? Ja, noch Kohle ist noch einmal da, aber Tinte ist ja da. Ich brauche, also nur noch beim Military. Ist welche Farbe hat es? Rot. Okay. Was also Palisades. Ja. Ist? Siege Mechanics. Siege. Weiß nicht, ob du im Militär alles hast. Noch habe ich alles. Siege. Ist so Katapult drauf abgebildet. Siege Mechanics. Genau. Nix. Habe ich. Round Palisades. Round Palisades. Ja. Und die Siege Munition. Oh, hat genau gepasst mit der Tinte. So, und Siege Munition. Wo haben wir sie denn? Sind so Kügelchen drauf abgebildet. So ein Podest. Ist aber auch rot, ne? Ja, ist auch rot. Ach, da. Siege Munitions. So, da hast du deine. Dann lass die gleich drin liegen, ja, einfach. Sind alle drin. Ich leg deine hier hinten in die sonstige Truhe wieder ins Fass, ja? Ja. So, 1, 2, 3 waren es ja nur. Bitteschön. Danke. So, einmal Wissensaustausch extrem hier, ja? Ja. So, jetzt können wir gucken. Hier, wir haben alles jetzt auch, ja? Alles. Jetzt können wir wirklich alles bauen. Jetzt können wir auch Katapulte bauen und Heiko angreifen. Hätte ich nämlich vorher nicht machen können, Heiko. Ja. Mir fehlten ja die Seeds Mechanics und die Seeds Munition. Aber ich habe jetzt die Stahlwaffen. Na und? Die habe ich schon lange. So, hier drüben habe ich die in der kleinen Truhe halt drin liegen, die ich nicht gebrauchen kann. Die habe ich über irgendwelche Missionen bekommen. Ja, also ja, man müsste die irgendwie mal vernichten können. Du kannst da wegschmeißen einfach. Ja. Weiß nicht, ob denn der Sack irgendwann verschwindet. Boah, keine Ahnung. Ansonsten stelle ich halt irgendwann diese Fässer irgendwo auf, wo ich die halt drin sammle einfach, ja. Aber schön, dass wir jetzt beide alles haben. Ich habe ja hier hinten auch ein Fass stehen, wo meine ganzen Schatzkarten drin liegen. Schatzkartenteile und Schatzkarten und so. Ich sammle ja hier alles. An Mass. So, dann schnapp dir Steine. Stimmt. Nimm so viel mit, wie du kannst. Hast du nur kleine Steine oder auch große? Ich habe auch große. Daneben sind große daneben. Aber ist ja derselbe Inventarplatzgröße, also macht ja keinen Unterschied eigentlich. Eigentlich nicht, aber ich... Inventarplatz sind ja alles selber weg. Also bedien dich einfach. Nimm so viel mit, wie du kannst. Ich hab da oben noch so viel Berg. Ja, also. Gut, Inventar ist voll. Jetzt schon voll? Ja, ich hatte zweieinhalb Reihen hatte frei. Oh, jetzt haben wir vorher Platz geschaffen. Warte, hast du irgendwo einen Baum schon im Lager noch einen Platz frei? Nee, Baum sind voll beide Lager. Schade, ich habe nicht nur einen Baumstamm. Nee, die sind beide voll schon. Warte, was habe ich denn für, was man ablegen könnte? Ich habe sogar schon im Lagerfeuer vier Holzballstämme drin. Alles klar. Es ist halt alles hier eine Menge, was ich eigentlich gar nicht brauche, den ganzen Schrott. Was hast du denn da einfach, wenn du nicht brauchst? Zum Beispiel eine Erntemaschine. Hab ich auch irgendwo rumliegen. Deswegen, nee, mach das so wie ich, Heiko. Guck mal mit hier. Komm mal mit rein nochmal. In diese Kisten kannst du ja immer nur eine Sache reinlegen. Ja, in den Kosten. Aber nimm die Fässer. Du kannst selbst in ein kleines Fass viel reinlegen. Guck dir mal das stehende Fass hier unten an, das sonstige Fass. Guck mal, da habe ich einen Schädel drin. Zweimal ein Regeweih,
hier Seiltrommel, Felle, eine Erntemaschine, ja. Da kannst du das alles drin ablegen, was du nicht brauchst. Ja, muss ich echt mal gucken. Aber das Problem ist halt bei mir. Ah, guck mal, ich hätte hier 5-mal Stoff frei, hätte vorher gar keinen Stoff herstellen brauchen. Ich habe hier sogar 5-mal Stoff drin, also. Also auch Fäden drin, Seile drin, diese Vermessungspfosten habe ich alles da drin. Was soll ich denn mit mir rumschleppen ständig? Ja, stimmt. So, aber ich muss mal gucken, ob ich meins ordentlich eingerichtet bekomme. Mach mal. Einen Teppich werde ich mir auf jeden Fall auch mal herstellen. Mhm. Für oben. So, wo stelle ich den überhaupt her, einen Teppich? Wir tippen auf an der Weberei, oder? Nee, der Weberei ist ja nicht drin. Dann muss er hier sein. Ah, Werkbank, oder? Teppich? Wäre natürlich logisch, Weberei, aber da ist kein Teppich, habe ich keinen gesehen. Natürlich so ein paar neue Sachen, die ich jetzt herstellen kann, ja, hier. Dann sind wir beide komplett ausgestattet und... Ein Teppich, ja. Teppich. Wo können wir den Teppich noch herstellen? Also Weberei hat den nicht mit drin, was sehe ich ihn hier nicht. Hier ist nur Leinfaden, Flagge, Hausflagge, Stoff, Bandage, normales Seil und zerreißbares Seil. Okay. Da habe ich auch keine Ahnung. Aber wo könnte das denn noch sein? Was gibt es denn noch für 5000 Herstellungsmöglichkeiten hier? Teppich. Es gab aber einen, ne? Also meines Wissens. Ja. Ich hatte auch mal irgendwo einen gesehen, ne? Oder? Ja. Gab's schon, ne? Ein Teppich? Ja, ein Teppich gab's. Aber wo war der? Kann da eigentlich nur die Werkbank sein? Viele andere Sachen gibt's da nicht. Ich kann hier auch Stöcke herstellen, Heiko. aus dem Baumstamm kann man auch. Wir haben im Video gesagt, er kann keine Stöcke herstellen, ne? Ja, stimmt. An der Werkbank kannst du Stöcke herstellen. Aus einem Baumstamm kannst du 15 Stöcke machen. Wow. Okay. Guck jetzt nochmal ganz genau nochmal die Werkbank durch. Erntemaschine, Sämaschine, Seiltrommel, Bett. Also, wenn ich da jetzt mein... Nächste Mission ist jetzt, wie baue ich da am besten den Balkon dran? Jetzt vielleicht... Mach dir ein Gerüst runter und, baue ich den hoch. Rüstung eventuell. Einfacher Tisch, Esstisch. Ja, es gab einen Teppich, aber ich finde ihn auch nicht mehr, also... Mit Brüstung ist, glaube ich, die beste Idee, oder? Mit der Brüstung habe ich auch so gemacht. Ich habe die Brüstung ohne Zinnen genommen und habe dann Geländer selber raufgebaut halt, aber... Ja. Finde ich auch nicht mehr, Heiko-Teppich. Ist für mich auch verschollen gerade. Okay. Boah, ist ja ideal, Alter. Das Fenster ist genau frei, was da drunter liegt. So, 1A. Dann kann ich das dann oben auch zusammenzimmern. Aber oh Scheiß, hättest du mal bei mir in den Bergfried kommen müssen. Ich hätte mich nochmal umgebaut, wie ich das letzte Mal hier war. Na, mach ich nächstes Mal, wenn ich da bin. So. Werde ich schon mal irgendwann zu dir kommen. Irgendwann bestimmt, ja. Ja. Na klar. Ich guck's mir dann durch das Loch in der Wand an, was ich vorher mit dem Katapult reingeschossen habe. Nein. Was denn? Nicht? Nee. Oh, schade. Habt ihr doch nicht so. Ja, bei mir ist es schwerer, mit dem Katapult ranzukommen. Ah, das Problem, ich muss das Geländer tatsächlich selber bauen. Du kannst es mit Fertige gar nicht nehmen. Nee. Okay, Balken habe ich die dabei. Was meinst du, warum ich meins selber gebaut habe? Meinst du, ich habe zum Spaß selber gebaut? Eventuell. Wenn das gegangen wäre, hätte ich auch das Fertige genommen. Im Torhaus wird auch Geländer benutzt, da nehme ich aber das Fertige. Also glaub mal, wenn das Fertige funktioniert, nehme ich auch das Fertige. So langsam können wir hier, glaube ich, echt kaum noch irgendwo was mit der Schaufel machen, hier oben auf dem Berg.
habe jetzt echt so langsam doch alles, was an Erde ist, hier so weg. Das heißt, Heiko, hast du eine Ahnung, wie viel Stein ich hier demnächst raushole? Ist dir das bewusst? Heiko. Nee. Hast du auch nur eine Ahnung, wie viel Stein ich hier demnächst rausholen werde? Nö, nicht wirklich. Wenn ich hier jetzt die Erde hier oben jetzt auf dem Berg, jetzt auf der Bergspitze endlich weg habe und jetzt nur noch Fels kloppe. Hm. Überleg mal, wie viel Stein denn hier rauskommt. Ich meine, ja, ich brauche auch noch ganz viel Stein. Mein Bergfried ist noch nicht fertig, meine Mauer ist noch lange nicht fertig, ja, mein Torhaus ist noch lange nicht fertig, aber ich brauche auch noch viel Stein, klar. Aber ich glaube nicht ansatzweise so viel Stein, wie ich hier rausholen werde. Also so viel werde ich bei gutem Willen nicht verbrauchen, Heiko. Also ich tue hier eure Festung gleich mit Baumaterial versorgen immer, ne? Ja, so. Weil ich möchte nicht wissen, wie viel Baumaterial bei dir in der Festung schon aus meinem Berg stammt. Menge, auf jeden Fall. Ja, wann hast du das letzte Mal, Stein abgebaut, Heiko? Ist schon ein bisschen her. Ja, genau. Und du baust trotzdem die ganze Zeit an deinem Bergfried weiter. Ja. Obwohl du lange nichts mehr abgebaut hast. Persönliche Flagge. Wird alles von mir geliefert. Ich hab hier den Steinbruch. Ja. Ist halt so. Diese Aussagen sind immer geil von dir. Und dann kommst du mit, ja. Ist halt so, als wie interessiert mich nicht, halt die Klappe. Das ist wieder dieses typische, interessiert mich nicht, halt die Klappe. Ja, ich müsste gerade überlegen, wo ich mein Banner nochmal herstelle. Banner ist bei der Weberei. Mhm. Hättest du mich auch fragen können, hättest du sagen können. So, gut, aber diese Folge ist auch schon wieder lange zu Ende und der Heiko muss auch langsam ins Bett. Ja. Und deswegen sehen wir uns morgen, wenn ihr mögt, zur nächsten Folge wieder, wenn morgen überhaupt eine kommt. Wir haben es noch nicht ganz entschieden, noch nicht überhaupt Kaspern auf Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage überhaupt Folgen kommen. Und wenn nicht, dann liegt es daran, dass wir in China aus keine kommen. Und wenn, dann wäre es ja sehr, sehr kommt. Ansonsten, wenn nicht, schaltet nach Weihnachten wieder ein, dann geht es auf jeden Fall wieder weiter. Und wir verabschieden uns und sagen ciao, tschüss und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.